Dieses Video zeigt Alex Murdoch in der Tatnacht, nachdem Officer Daniel Green eintrifft. Die folgenden Aufnahmen wurden mit seiner Bodycam aufgezeichnet und geben einen Einblick, wie Alex Murdoch sich dem Beamten gegenüber verhalten hat. Ich möchte Sie nur wissen lassen, dass ich aufgrund des Vorfalls ein Gewehr geholt habe. Ist es in Ihrem Auto? Haben Sie eine Waffe bei sich? Nein, das Gewehr lehnt an meinem Auto. Würden Sie sich für mich umdrehen? Ich habe keine Waffe bei mir. Ja, das kann ich sehen. Ist das Ihre Frau und Ihr Sohn? Es sieht schlimm aus. Ich habe den Puls gecheckt. Ist das die Waffe, die Sie aus Ihrem Haus mitgebracht haben? Ja, Sir, das ist eine lange Geschichte. Mein Sohn war in einen Bootsunfall verwickelt. Er wurde bedroht. Das meiste war harmlos. Wir haben es nicht ernst genommen. Wissen Sie, er wurde geschlagen. Ich weiß, was hier los ist. Wann sind Sie nach Hause gekommen? Haben Sie sofort angerufen oder sind Sie zuerst ins Haus gegangen? Wo ist Ihr Haus? Ich bin zuerst ins Haus gegangen. Wissen Sie, meine Mutter hat Alzheimer im Endstadium und mein Vater liegt im Krankenhaus. Ich bin zu ihr gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr das war. Ich kann mein Telefon überprüfen, dann kann ich Ihnen das sagen. Haben Sie sie untersucht? Das übernehmen die medizinischen Einsatzkräfte. Was machen die da? Können die sich beeilen? Der Gentleman, der schon hier war, der übernimmt das, okay? Wie sind Sie aufs Grundstück gekommen? Auch von da hinten? Nein, ich bin nach Hause gefahren und Sie waren nicht zu Hause und das kam mir komisch vor. Und dann habe ich angerufen, weil ich wusste, dass Sie hier waren, als ich zu meiner Mutter fuhr. Das Gewehr ist geladen, Sie sollten es vielleicht sichern. Ist das das einzige Gewehr oder haben Sie noch mehr in Ihrem Truck? Ich bin 99% sicher, das ist das einzige. Haben Sie normalerweise noch andere Waffen in Ihrem Fahrzeug? In der Regel nicht. Warten Sie bitte hier. Sie sind tot, stimmt's? Sind Sie tot? Ja, Sir, das sieht so aus. Ja, die Polizei ist gerade hier. Das ist mein Bruder. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen oder mit ihnen gesprochen? Es war am frühen Abend, ich weiß nicht mehr, wie spät es war. Ich war ungefähr 1,5 Stunden bei meiner Mutter und ich habe sie circa 45 Minuten vorher gesehen. Ich war heute Nachmittag mit Paul 2 Stunden unterwegs. Paul, das ist Ihr Sohn. Sollten Sie sie nicht nochmal untersuchen? Sie wurden bereits untersucht. Ist es offiziell, dass Sie tot sind? Ja, Sir, das sieht so aus. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich muss Ihre Eltern anrufen. Wie ist Ihr Name? Ihr Name ist Maggie Murdoch. Margaret Brandstetter Murdoch.
Wann wurde sie geboren? 15. September 68. Wie ist der Name ihres Sohnes? Paul Terry Murdoch. Und sein Geburtsdatum? Werden sie jetzt zugedeckt? Preserve what we can. 653. Where is it at? I'm in town. I actually tried to be the old A. Wann wurde Paul geboren? April 14. 99. Put it up as wide as you can. Sie sagten, er ist 1999 geboren. Er wurde am 14. April 99 geboren. Wie ist Ihr Name, Sir? Mein Name ist Alex, Richard Alexander Murdoch. Richard Alexander Murdoch? Hey Cody, geh um das Auto rum und dann rüber zu dem Gebäude. Hier sind Reifenspuren. Waren Sie das beim Rein- und Rausfahren? Nein, als ich herkam, bin ich wieder zurückgefahren und wieder hierher gekommen. Die anderen sind vielleicht von früher, aber nur zwei sind von mir. Sind Sie da hinten rausgefahren? Nein. Diese Karte zeigt die Zufahrt, die die Polizeibeamten genommen haben, sowie die Position von Maggie und Paul. Alex Murdoch gab an, die hintere Zufahrt nicht benutzt zu haben. Er kam von der anderen Seite, wo das Wohnhaus steht, welches auf dieser Karte nicht eingeblendet ist. Wie es in dem Prozess weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis bald.